und Übernahme Schaltflächen anzeigen. Ihr seht, dann erscheinen diese Pipetten. Servus, grüßt euch heute mit einem neuen Video. Ich mache jetzt einfach mal hier eine Linie, die nenne ich Rundstahlanschluss. Also den Layer macht die 1 Meter lang und beendet das Ganze. Jetzt mache ich nochmal eine Linie. Ja, machen wir hier wieder 1 Meter lang. Und hier wollen wir irgendwelche Eigenschaften übernehmen. Jetzt kennen die meisten diese Funktion Formateigenschaften modifizieren. Mit der können wir jetzt ganz einfach zum Beispiel irgendwelche Optionen von hier nach hier übertragen. Ich nehme dazu die Pipette, wähle die Linie aus, sage OK und klicke dann die einzelnen Elemente an oder ich filtere sie halt über irgendwelche Filter, zum Beispiel nach Element Linie. Und dann kann ich das Ganze übertragen. Jetzt, wenn ich das Ganze anschaue, hat auch diese Linie Rundstahlanschlussbewährung und diese ebenso. Ich mache das Ganze jetzt rückgängig. Wir klicken hier wieder drauf. Sie ist auf Standard. Wie können wir das noch übergeben? Ihr seht schon, ich habe hier irgendwie in meiner Eigenschaftspalette solche komischen Pipetten. Die kennen wir doch irgendwo her, oder? Macht einfach einen Rechtsklick und Übernahme Schaltflächen anzeigen. Ihr seht, dann erscheinen diese Pipetten. Der Aufzug ist kaputt. Endlich trifft es mal die da oben. Und die machen genau das, was ihr jetzt denkt. Ich wähle diese Linie aus und sage, ich möchte den Layer übernehmen von hier. Und schon habe ich den Layer übernommen. Und das geht halt jetzt einfach sehr viel schneller. Oder hat auch seine Anwendungszwecke. Und genau, so könnt ihr mit der Pipette Attribute übertragen. Ihr könnt Layer, Farben und alles übertragen, was ihr wollt. Benutzt es. Und jetzt gibt es gleich ein neues Video in der Endcard, da klickt ihr am besten drauf. Oder habt ihr vielleicht keine Zeit mehr, dann abonniert doch den Kanal, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr. Ciao, ich bin raus, Servus, euer Peter, liken nicht vergessen.